Soll es Aufgabe einer Universität grundsätzlich sein, sich um Verwertung von Forschungsergebnissen zu kümmern und damit letzten Endes auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass Innovationen entstehen können? Und ich glaube schon, dass das sein muss, und sei es auch ganz einfach nur deswegen, weil es sich um einen internationalen Trend handelt, den wir uns nicht widersetzen können. Dieser internationale Trend hat meiner Meinung nach ganz, ganz stark damit zu tun, dass die Universitäten im Laufe des 20. Jahrhunderts, vor allem im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einen fundamentalen Wandel durchlaufen haben, von einer, sagen wir mal, Elite-Institution hin zu einer Massenausbildungsstätte oder zu Massenausbildungsstätten entwickelt haben. Und damit einhergehend geht schon ein gewisser Druck in Richtung der Universitäten, ihre gesellschaftliche Relevanz auch tatsächlich nachweisen zu müssen. Und das muss nun zwar nicht unbedingt darin bestehen, dass man Universitäten zu Cash-Cows macht, aber zumindest, dass man darlegen kann und zeigen kann, dass das, was an Universitäten generiert wird, gesellschaftlich an Forschungsergebnissen generiert wird, gesellschaftliche Relevanz haben kann und tatsächlich durch Unternehmen auch umgesetzt wird. Und am schönsten ist das natürlich, wenn uns das über den Weg von Startups gelingt. Ich finde einfach, dass auch die Rahmenbedingungen trotzdem in Österreich, sagen wir mal, sehr schlecht sind. Ich brauche 35.000 Euro, um eine GmbH zu gründen, um mich abzusichern, dass im Fall eines Scheiterns nicht mein persönliches Eigentum sozusagen mit hinuntergerissen wird. In, sagen wir mal, jetzt den Niederlanden, in anderen Ländern, habe ich einen sehr geringen Einsatz und müsste sozusagen, kann ich mit kleinen Nebentätigkeiten gut vorankommen und schauen, dass ich mein Unternehmen weitertreibe. Hier müsste ich schon mal 35.000 Euro aufbringen und dann müsste ich erst losstarten. Wir haben natürlich eine bürokratische Historie, ja, eine Tradition, würde ich fast sagen, die wir gern pflegen. Und auch das sozusagen ist eine gewisse kulturelle Hürde, die wir mit uns mitziehen, die aber die nächste Generation nicht übernehmen muss. Ja, also auch das ist etwas, wo man durch sozusagen gesellschaftlichen Druck durchaus was erreichen kann. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es jetzt auch nicht nur vom Podium kommt, sondern dass sozusagen so ein Ruck durchgeht und sagt, okay, wir organisieren jetzt uns vielleicht auch an der TU und sagen, okay, diesen Gründungsprozess machen wir jetzt so und geht damit nach draußen. Es ist die Revolutionsfähigkeit in Österreich ist relativ begrenzt. Das heißt, man muss sozusagen viel Energie aufwenden, um das auch wirklich nach außen zu tragen. Und ich möchte auch dazu animieren. Also ich denke, woran es mangelt, ist Selbstbewusstsein und Mut, dass man um einiges dynamischer wird, wenn man sich auch mal traut und wenn man auch das Scheitern jetzt nicht unbedingt ausschließt. Was macht uns mutig, was macht uns selbstbewusst? Da müssen wir eigentlich ansetzen. Und da denke ich, dass es da sehr wohl wieder um die Möglichkeiten gibt, die Ausbildung, also auch Skills, die man erlernt. Wenn man schon vorbereitet ist, man weiß, wie ein Unternehmen zu führen ist, man hat keine Angst vor einer Buchhaltung zum Beispiel. So kann man selbstbewusst und mutig agieren. Also ich kann auch behaupten, der Kollege da, der gerade eben gesprochen hat, war vorher auch schon mutig, aber ich glaube, dass er noch ein Stückchen mutiger geworden ist durch das Innovation Incubation Center. Ich kann auch auf mehrere Jahre Erfahrung jetzt zurückgreifen, was ich jedes Jahr immer wieder feststelle in der Start Academy, ein Programm für Wissenschaftler, wo Wissenschaftler 3 Tage einkaserniert sind und es wirklich immer sehr schön ist zu beobachten, wie Wissenschaftler, die natürlich sozialisiert sind, nämlich genau in eine Richtung, in die Tiefe zu gehen, nur Dinge von sich zu geben, die wirklich 1000-prozentig bewiesen sind, auf keinen Fall irgendetwas anderes sagen, weil es könnte ja sein, dass es nicht hält und sich da aber in diesen 3 Tagen ausprobieren können und eigentlich ein Stück weit trainiert werden müssen, dass es durchaus zulässig ist, auch einmal in die andere Richtung zu gehen. Für mich ist es eigentlich immer das schönste Feedback, dass sie sagen, sie würden sich wünschen, in so einem Raum während dem Jahr interdisziplinär öfters arbeiten zu können. Also das ist etwas, was ich immer mitnehme. Es geht eben darum, sozusagen Erfahrungen mitzugeben, Fertigkeiten und Kenntnisse mitzugeben. Und es geht nicht darum, dass aus der Verwertung die Universität jetzt substanzielle Einnahmen hat. Das primäre Ziel ist, dass man über Ausgründungen, die zur Verwertung gemacht werden, den regionalen Innovationsraum irgendwie ein bisschen stärkt, dass man dort die Industrie auch weiterbringt. Eine zu starke Fokussierung auf Einnahmen aus der Verwertung führt auch dazu, dass, so zeigen es Studien, dass sich sozusagen dann die Forschung an der Universität dazu tendiert, sich ein bisschen zu verengen auf Dinge, die halt wirklich gut wirtschaftlich verwertbar sind. Und ich glaube, das wäre nicht gut. Ja. Und darum glaube ich sozusagen, dass der Aspekt des Übens, des Probierens, des eben auch Scheiterns vielleicht, dass der im Vordergrund stehen soll und nicht der Geldverdienen-Aspekt.